Eiger, bitteschön. Hallo, guten Tag, die meisten kennen mich. Ich komme aus Stipsdorf bei Bad Segeberg, eigentlich aus Bayern, aber zurzeit. Ja, viele der Fragen, die ich mir vorgenommen hatte zu stellen an die Basis, sind von den Rednern ja schon sehr positiv beantwortet worden, hat mich sehr gefreut, vor allem Herr Sieber, aber auch zuletzt hier Herr Arnold, nee, wie, Herr Ansgar, hatten also schon viele Sachen auch erklärt. Aber ich muss sagen, vieles ist einfach noch nicht gesagt. Einmal, der PCR-Test war von Anfang an eine Lüge. Und die Medien haben hauptsächlich Schuld daran, dass diese Lügen verbreitet wurden, den Menschen Angst und Panik gemacht haben und immer wieder in dieses Horn geblasen, wir brauchen eine Impfung. Vielleicht eine Impfung, vielleicht, aber keine Genmanipulation. Die hat man nämlich unter dem Namen Impfung den Menschen angedreht und angetan. Es ist eine weltumspannende, einmalige, bisher nie dagewesene Genmanipulation der Menschen, die diese Spritze bekommen haben. Und es ist schrecklich, dass die Medien das alles mitmachen. Es kann nur sein, dass sie bezahlt werden, wie Herr Bill Gates ganz stolz verkündet hat. Alle wichtigen und maßgeblichen Stellen auf der Welt haben wir mit Leuten unserer Meinung besetzen können. Und wir können so gut in die Zukunft schauen. Ja, so ist es. Man ist, wie man auch gerade gehört hat, sowohl in der Klinik, bei den Ärzten, bei den Politikern, von Leuten umgeben, die scheinbar alle bezahlt werden oder irgendwas machen, womit sie dann Geld verdienen, damit sie da mitmachen bei dieser Wahnsinnslüge und dem, was man den Menschen angetan hat. Genauso mit der Maske. Es war von Anfang an klar, Mund und Nase haben wir zum Atmen. Wenn man Mund und Nase 2, 3 Minuten zuhält, was passiert dann? Man erstickt. Und wenn man 2 Jahre den Kindern und den Erwachsenen diese Dreckswindel vor den Mund und Nase steckt, dann wird das Gehirn langsam aber sicher verödet, krank und es ist unmöglich. Außerdem, diese PCR-Zahlen, was ist eine Inzidenz? Laut Lexikon ist eine Inzidenz eine schwerwiegende Erkrankung, die ärztlicher Behandlung bedarf. Was hat man gemacht? Inzidenzzahlen von einem PCR-Test, der vom Erfinder selbst als nicht möglich ist, um eine Krankheit zu erkennen. Unser Mund und Nasen sind dazu da, dass die Schleimhäute alle Umgebungsfeinde, Mikroorganismen, Viren und Bakterien, Kontakt damit kriegen. Die Schleimhäute sind dazu da, um unser Immunsystem aufzubauen. Das alles war bekannt und wissen. Ich weiß nicht, warum so viele Mediziner und Leute, die Ahnung haben, das einfach nicht laut machen. Nur aus Angst oder weil sie bezahlt sind. Es ist schrecklich. Und ich habe die Frage an die Basis, wie kann man wieder Wahrheit ins Parlament, Wahrheit auch unter die Medien. Wie kann man die Medien beeinflussen? Sie alle sind vom Geld wirklich, wirklich beeinflusst. Aber wenn wir genug Leute hätten, die im Parlament mal die Wahrheit sagen können, was uns ja total überall erschwert wird, dann hätte man vielleicht eine Chance, die Menschen darauf hinzuweisen, dass alles sehr, sehr anders und sehr einfach ist. Geht an die frische Luft, stärkt euer Immunsystem, lasst Mund und Nase offen, damit die Keime da reinkommen, damit das Immunsystem antwortet und so weiter. Und außerdem habe ich noch einen Zusatz, den ich vorher nicht geplant hatte. Seit 3 Tagen beobachte ich von meiner Wohnung aus, ich habe sehr große Fenster zum Westen und ich sehe den gesamten Abendhimmel. Ich sehe jeden Abend Chemical Trace. Wenn die Leute nicht wissen, was es ist, erklärt es ihnen. Chemical Trace. Es wird aus Flugzeugen werden Stoffe gesprüht, das nennt man Geoengineering. In der Schweiz ist die Regierung befragt worden, macht ihr auch Geoengineering? Und die Regierung hat geantwortet, die anderen machen das, wir machen es nicht. Aber die Leute in der Schweiz, also Wissenschaftler, haben den Boden und den Regen untersucht, der voll ist mit Aluminium, Strontium und anderen
Mineralstoffen, die überhaupt nichts zu tun haben im Regen und auch nicht im Boden. Es läuft alles schräg. Wir brauchen Wahrheit im Parlament und wir brauchen Wahrheit bei den Medien. Wie will die Basis das erreichen? Eigentlich nur dadurch, dass mehr Leute kommen. Aber die Leute sind schon so konditioniert seit 2 Jahren mit der Lügerei, dass keiner mehr Interesse an einer anderen Meinung hat. Das ist furchtbar und sehr traurig.